Hallo ihr Lieben und willkommen im Sonntag. Das ist ja eigentlich so ein Tag, wo ich ganz gerne auch in der Erde rumwühle. Aber wir hatten noch mal gut Nachtfrost, das heißt, der Boden ist jetzt gefroren. Um dennoch in der Erde rumzuwühlen, habe ich gedacht, wir haben März, wir können jetzt Tomaten aussehen. Dafür habe ich hier schon mal den schönen Sack mit der Anzuchterde, die ich bei der Chili schon gezeigt habe, bereitgestellt. Aber was brauchen wir denn noch für unsere Tomaten? Ja, zuallererst wäre es ganz gut, einen Plan zu haben. Das hier ist meiner. Ich ziehe ja die Tomaten nicht nur für uns vor, sondern auch so ein bisschen für die Nachbarschaft. Das heißt, jeder könnte sich ein paar Sorten aussuchen. Und jetzt habe ich schon mal geschaut, was sich alles gewünscht wurde. Natürlich auch, was wir selber gerne mögen. Und ich schaue natürlich, wie viel Samenkörner in etwa in die Erde müssen, damit jeder auch seine Pflänzchen kriegt. Das heißt, ich sehe immer so ungefähr 1-2 mehr aus, falls mal eine abknickt oder auch nicht keimen sollte. Ein paar Tomatensorten hatte ich vor kurzem schon angesät. Da habe ich jetzt mal geschaut, was da schon aufgegangen ist und was auch schon da ist, damit ich jetzt nicht zu viele aussehe. Heute kommen auf jeden Fall in die Erde die White Queen, das ist eine weiße Tomate. Die Indigo, das ist so eine kleine dunkle. Die Black Grim kommt heute in die Erde, das ist eine dunkle Fleischtomate. Die Roma-Tomate kommt heute. Dann haben wir die Yellow Pear, die bildet so an der Rispe kleine birnenförmige gelbe Früchte. Eine Bio-Ochsenherz-Tomate, die heißt Sonnenherz, die kommt heute auch in die Anzucht. Und die Rio Grande. Ja, dann dürften wir sie alle haben, die heute noch dran sind. Ich brauche also 7 Gefäße. Eins muss ich mir noch nachholen. Und natürlich Schilder, damit wir dann auch wissen, welchem Topf welche Sorte ist. Die habe ich schon vorbeschriftet. Ansonsten brauchen wir natürlich noch das Saatgut. Beim Thema Saatgut achte ich darauf, dass das samenfestes Saatgut ist. Ich habe euch das in dem Video hier oben schon mal erklärt, was das genau bedeutet. Da könnt ihr gerne noch mal reinschauen. Okay, wir haben das Saatgut, wir haben Erde, Schildchen, Töpfchen und einen Plan. Ich sehe gerade, ich habe nur 6 Töpfchen, aber 7 Sorten. Das heißt, eins gehe ich mir mal noch holen. Ach, schaut mal, ich habe jetzt gerade noch viel passendere Töpfchen für unsere heutigen Zwecke gefunden. Die sind nämlich viel kleiner und ich glaube, das Maximale an Saatgut, was ich heute noch ausbringe, sind 4 Stück pro Sorte. Das heißt, auch diese kleinen Töpfchen würden jetzt hier reichen. Ja, die nehme ich jetzt einfach. Da brauche ich einfach nicht ganz so viel Anzuchterde, das heißt, da kann man nochmal Material sparen. Zuallererst kommt natürlich die Erde in unsere Töpfchen. Ich gucke hier, dass keine riesengroßen Brocken da noch dabei sind. Krümel die ein bisschen klein und drücke die hier auch ein bisschen fest. Die Töpfchen müssen jetzt noch nicht ganz voll werden, denn das Saatgut kommt noch drauf. Und das kommt dann ganz knapp auch nochmal Erde drüber. Das heißt so ungefähr einen halben Zentimeter. Die Tomaten haben eine Keimtemperatur von mindestens 20 Grad. Das heißt, ich habe die Erde jetzt auch nicht im Gewächshaus, die ist jetzt auch nicht eingefroren. Und vor allem habe ich dann den Trick, die auch lauwarm anzugießen, damit dann nicht erst das eiskalte Wasser, ja auch die vorgewärmte Erde nochmal abkühlt. Dann legen wir mal los. Als allererstes kommt die Indigo in die Erde. Das ist die kleine dunkle. Da schaue ich jetzt nochmal auf meinen Plan, wie viele wir davon brauchen. 3 Indigo, das passt super, danach ist mein Saatgut, von der nehme ich hier auch aus dem Tütchen alle. Aber zum Glück habe ich ja auch die Möglichkeit, eben weil es samenfestes Saatgut ist, dann von den Pflanzen auch in diesem Jahr, wenn sie reif sind, mir nochmal eigenes Saatgut wieder zu nehmen. Wie das geht, habe ich euch auch in dem Tomatenvideo bereits gezeigt. Hier haben wir die 3 Samenkörnchen von unserer Indigo, die verteile ich jetzt mit ein bisschen Abstand hier in dem Topf, damit die sich dann am Schluss auch besser pikieren lassen. Ich drücke die jetzt gleich mit dem Finger so ein bisschen in die Erde, damit die schon mal ein Stück weiter runterkommen. Und dann reicht es eigentlich, das hier zuzuschieben und nochmal anzudrücken. Und viel tiefer muss die Tomate ja auch überhaupt nicht rein. Auf keinen Fall sollte jetzt natürlich das Schildchen vergessen werden, die Indigo. Ich mache das nach außen, sodass wir dann im Endeffekt auch noch wissen, was in den Töpfchen für Sorten wohnen. Als nächstes kommt unsere Yellow Pear in die Erde. Auch da muss ich dieses Jahr auf jeden Fall mein eigenes Saatgut wieder nehmen.
wenn man jetzt feststellen sollte, dass das Saatgut nicht reicht oder ausgegangen ist oder dass es vielleicht geschimmelt ist, auch das, was man selbst genommen hat, wenn das nicht gut getrocknet war, dann kann man jetzt Anfang März natürlich auch einfach nochmal Saatgut nachkaufen und hat immer noch genügend Zeit, seine eigenen Tomaten hier in die Aussaat zu bringen. Große Sorten wie Fleischtomaten brauchen natürlich ein bisschen länger in ihrer Kulturzeit, bis sie dann auch reif sind. Und gerade so kleine Sorten wie die Rispentomaten oder auch die Mini-Bell, die Bonsai-Tomate, die sind dann schon ein bisschen schneller und da kann man auch eher ernten. Gut, hier mache ich jetzt mal 5 rein, einfach weil die schon hier mit rausgefallen ist. Manchmal gehen ja doch nicht alle auf. An Tomatensorten gibt es ja echt unglaublich viele. Ich bin ganz froh, dass ich gerade nur 17 zur Auswahl habe. Ansonsten fällt es einem wirklich schwer, sich entscheiden zu können. So, jetzt kommt die weiße Königin dran. Die geht ins Nachbardorf. Herzliche Grüße. Von der White Queen brauche ich eigentlich nur noch ein Pflänzchen. Deswegen packe ich hier mal 2 Samenkörner rein. Kann ja immer noch was schief gehen. Obwohl hier die Keimrate immer recht gut ist. Hier kann man jetzt natürlich auch einfach die Erde drüber streuen. Bis ungefähr dieser halbe Zentimeter hier an Abdeckung über den Samenkörnern reicht es. So, da bleiben uns noch 2. Ihr fragt euch vielleicht, warum die Leute zum Teil bei mir die Tomaten vorbestellen und die nicht einfach selber vorziehen oder dann im Gartencenter kaufen, wenn es soweit ist. Gibt natürlich viele Argumente, das selber zu machen. Aber nicht jeder hat die Gegebenheiten, dass das auch gut klappt. Man braucht ja zur Anzucht auf jeden Fall gute 20 Grad, die in der Erde entstehen müssen, also nicht nur im Raum. Das heißt, so ein kühles Fensterbrett kann auch zu kalt sein, selbst wenn die Raumtemperatur 20 Grad oder mehr hat. Und natürlich hat auch nicht jeder die Möglichkeit, dann nach dem Keimen dieser Samen das auch an einen kühlen Ort, wo genug Licht ist, hinzustellen. Ich habe ja eh die Pflanzenlampen da. Gerade so Anfang und Mitte März werde ich die auch frühs und abends noch zuschalten. Und die hat natürlich nicht jeder zu Hause und die Pflanzen wachsen aber mit dem Licht einfach sehr viel besser, als wenn man das nur am Fenster probiert. Bei einem sehr guten Südseitenfenster geht das dann auch Mitte März, denke ich, ohne Beleuchtung. Wir haben da zum Glück einige davon und die werde ich auch nutzen. Ja, und dazu kommt natürlich auch noch, dass man im Gartencenter vorwiegend F1-Hybride kriegt. Das will nicht jeder. Das will ja vielleicht auch der ein oder andere seine Samen dann selber wieder gewinnen aus seiner Ernte. Deswegen sind F1-Hybride keine gute Idee. Und natürlich legen auch manche Leute Wert drauf, dass zum Beispiel in torffreier Erde vorgezogen wird, so wie ich das mache. So, kommt noch unsere Ochsenherz. Da habe ich 6 Samen. Was sagt die Liste? 4 brauchen wir. 4, da ist schon eingerechnet, dass 1 oder 2 kaputt gehen können. Deswegen mache ich jetzt auch nur 4. Und die anderen beiden heben wir auf. Das können wir ja dann auffüllen mit unseren selbstgenommenen Samen. In der Hoffnung, dass die Pflänzchen dieses Jahr auch alle groß werden und der Sommer ein bisschen freundlicher wird für Tomaten, als das letztes Jahr der Fall gewesen ist. Gut, der kommt wieder zurück. Okay, hier kommt das Schildchen noch rein. Dann haben wir erstmal alle ausgesät. Ja, und bei mir hat man zusätzlich dann auch noch den Service, dass ich die Pflanzen abhärte, bevor ich die abgebe. Und natürlich auch, bevor ich meine eigenen rauspflanze. Das heißt, ich werde die im März und April, sobald es über 10 Grad draußen hat, schon ab und an für ein paar Stunden rausstellen. Da kriegen die ein bisschen Wind ab. Das brauchen die auch, damit die Stängel dann ein bisschen stabiler wachsen. Einfach, wenn die schon mal die Bewegung gewöhnt sind. Und dann brechen die auch draußen im Sommer bei einem kleineren Sturm nicht gleich ab. Außerdem ist die Abhärtung dafür da, damit die dann nicht gleich Sonnenbrand kriegen. Gerade im Gartencenter, wenn man die Pflänzchen da die ganze Zeit geschützt stehen hat und im Mai dann plötzlich in die volle Sonne stellt, können die Sonnenbrand kriegen. Ich sorge dann immer schon dafür, dass die vorher schon mal Licht abgekriegt haben. Die ersten Tage nur ein paar Stunden so im Halbschatten, später dann immer ein bisschen sonniger, bis die dann zum Schluss auch mal so komplette 8 bis 10 Stunden Sonne draußen gewöhnt sind. Und dann kann dann auch nichts mehr passieren, wenn man die einfach ins Feld setzt. Unsere fertigen Töpfchen schaffe ich jetzt erstmal rein. Die kommen bei uns wieder ins Wohnzimmer an den Kamin. Wir haben dort eine Raumtemperatur am Kamin in etwa von 22, 23 Grad. Ich stelle die auch nicht ans Fenster, weil wir haben ein Steinfensterbrett. Das ist recht kalt. Das nimmt auch nicht die Raumtemperatur an. Und dann schafft es die Erde hier nicht, die 20 Grad zu kriegen, die die Tomaten brauchen zum Keimen. Deswegen kommt das jetzt schön an den warmen Kamin. Wird natürlich lauwarm angegossen. Und ich kann euch auch schon zeigen, wie das dann so aussieht, wenn eine Woche bzw. 3 Wochen vergangen sind. Hier stehen auch die Töpfchen, die ich vor einer Woche angesät habe. Da sind noch mal ein paar Überraschungspakete dabei. Ihr seht schon hier Tomate, gelb, groß. Da weiß ich keinen genauen Sortennamen. Aber da hatten wir letztes Jahr auch von einer samenfesten Pflanze Saatgut genommen.
und die kommt dieses Jahr einfach mal wieder in die Anzucht. Hier sehen wir schon den ersten kleinen Keimling. Der ist natürlich jetzt ganz am Rand aufgegangen. Ich denke auch, dass der Topf schon am wärmsten geworden ist. Also ihr seht, die Temperatur, die beschleunigt hier tatsächlich auch die Keimung. Ich habe jetzt wieder lauwarmes Wasser in meine Sprühflasche hier gepackt. Ich finde es immer ganz gut, diese jungen Ansaaten einfach mit so einer Sprühflasche anzugießen, weil man ansonsten recht schnell auch hier große Löcher reinspült oder die Samenkörner auf einen Haufen spült. Und das möchte ich vermeiden. Ja, und jetzt schaue ich immer früh und abends, dass das hier auch am Ofen nicht austrocknet. Das geht nämlich recht schnell. Man kann natürlich so ein Zimmergewächshaus nutzen oder hier auch eine Folie drüber machen und Löcher rein. Aber da ich zurzeit jetzt nicht auswärts unterwegs bin, schaffe ich das schon hier morgens und abends zu schauen, dass das nicht austrocknen kann. Normalerweise würde ich mir jetzt nur aufschreiben, wann ich die Sachen ausgesät habe. Aber dank diesem Video habe ich ja eine ganz gute Dokumentation. Gut, ich gieße die übrigens auch nicht nur lauwarm an, sondern jedes Mal, wenn ich die jetzt wieder feucht mache, nehme ich lauwarmes Wasser, damit ich nicht immer den ganzen Topf wieder runterkühle, indem ich einfach das Eiskalte aus der Leitung nehme. Hier sind die Pflänzchen, die schon 2-3 Wochen älter sind, sind auch schon ein paar Sorten mit dabei. Es gibt einige, die schon recht groß gewachsen sind, aber auch manche, die sortenbedingt einfach noch klein sind. Zum Beispiel sehen wir eine Tomate Minibel, die hier daneben ist auch noch eine. Minibel heißt kleine Schönheit, das ist eine Bonsai-Tomate, das heißt, die wird gar nicht riesig groß. Und hier dahinter ist eine, die ist genauso alt, das ist eine Honigtomate, die ist schon viel größer. Da kann man schon auch den Unterschied bei den Sorten erkennen. Dann hoffe ich, ihr könnt den Sonntag auch noch ganz sinnvoll nutzen. Vielleicht habt ihr ja auch schon alles da, um eure Tomaten auszusehen. Ansonsten ist jetzt eine wunderbare Zeit, sich alles zu besorgen, denn auch bis Mitte, Ende März geht das noch ganz problemlos, die Tomaten vorzuziehen. Wenn ihr auch noch wissen wollt, wie dann mit den Keimlingen zu verfahren ist oder auch mit den Jungpflanzen, wie man die umtopft, dann verlinke ich euch jetzt hier nochmal diese beiden Videos, wo es um die Themen schon mal geht. Da könnt ihr gerne noch weiterschauen. Ich wünsche euch ansonsten einen schönen Sonntag. Nutzt die Zeit gut und weise, macht die Welt ein bisschen grüner und bis bald. Tschüss!